Balkonreparaturen auch bitte laufen. Bitte schön, wollen Sie gleich rüberbringen? Ja? Ja. Bitte schön. Guten Tag. Sie wünschen bitte? Hey? Was wünscht der Herr? Ja, eine Grammophonreparatur hätte ich. Ob, ja. Sie das machen können? Eine Nadel. Schleifen, neue Schleifen. Eine Nadel? Ja. Da bin ich nur geschaut. Ja, ich hab schon. Ja, ob man die nicht spitzig machen kann. Ja, wie schaut denn die Nadel aus? Was haben Sie denn da gemacht mit der Nadel? Wie lange haben Sie die schon spielen lassen? Ach, also ich denke 1 Jahr. Ja, das geht natürlich nicht. Die Nadel ist kaputt. Da kann man nichts mehr machen damit. Wollen Sie neue Nadeln haben? Ja, wenn Sie so gut sind. Ja, das sind ja nicht teuer. Nicht teuer, unteuer. Schauen Sie her, so Schächtel mit 100 Stück 30 Pfennig. Ja. Ja. Wenn Sie da jede Nadel ein ganzes Jahr spielen lassen, so lange ist 100 Jahre damit. Ne? So. Okay. Das haben, ja, vielleicht geben Sie dann 20 Stück und dann haben Sie auch neue Schallplatten. Schallplatten natürlich? Ja. Wollen Sie Schallplatten haben? Ja. Was sollen das für Platten sein? Ja, so runde schwarze Platten. Mit Musik oder Gesangsplatten? Nein, mit Schall. Mit Schall. Ja. Das ist schön. Ich werde Ihnen mal verschiedene vorspielen lassen, ja? Ja, wenn ich so frei sein bitten darf. Auf jede Platte. Sie sind ja ein Tausendpassar. No. Ein 999 Sassar. Ja, ja. Nun, wie hat Ihnen diese Platte gefallen? Ja, ganz gut, aber das war doch nicht der Caruso. Na woher, das ist ja ein Militärfach. Ach, Sie wollten den Caruso hören. So. Ja, ich weiß es nicht. Ja, das will ich meinen. Nein, das Sie meinen. Ach, die Richtung auch nach Ihnen da. Ja, ist ja lächerlich. Sie können den Caruso schon hören, aber ich glaube, natürlich, der ist augenblicklich ausgegangen. So, wohin? Ich meine, die Caruso-Platten sind momentan verzichtet. So. Aber es macht nichts. Ich habe etwas Ähnliches erfahren. Wunderherrlich. Wunderherrlich. Schön, nicht? Ausgezeichnet. Aber nach der Platten kann man unmöglich tanzen. Ja, auf einer Tenorplatte tanzt ja auch kein Mensch. Nicht auf der Platte, ich meine, so nach der Platte kann man ja, nicht tanzen. Ja, nach der Platte. Ach, jetzt verstehe ich Sie erst richtig. Sie wollen sozusagen eine Tanzplatte. Ja, mit Schall. Na ja, eine schallende Tanzplatte. Ja. Ja, das können Sie auch haben. Wir brauchen es nur wünschen. Die ist gut, ja? Die ist gut. Die müssen wir weiterspielen. Ja, was machen Sie? Bringen Sie, lassen Sie das nicht weiterspielen. Die ist so gut. Den will ich haben. Ist die teuer? Die kostet nur 3 Mark. 3 Mark? Ja. Warum? Ja, zu teuer. Die Hälfte wäre recht. Die Hälfte. Ja, das geht natürlich nicht. Ich kann Ihnen die Platte nicht auseinanderschneiden. Nicht von der Platte, die Hälfte, vom Preis nicht die Hälfte. Ja, so zu 1,50 ungefähr. Ja, so was, mal 40, ja. Auf Abfuß. Ja, ja. Ja, wissen Sie, wir haben schon billige Platten da, aber wenn ich nur ungefähr wüsste, was Sie eigentlich möchten. Ja, das weiß ich auch nicht, ne? Ja, das ist eben so. Nicht. Was machen wir denn da, wir zwei? Das weiß ich auch nicht. Das ist ungeschickt. Haben Sie gar keinen Wunsch? Zu Weihnachten? Nein, ich meine in Bezug auf Platten. Ach so, nein. Sagen Sie, haben Sie vielleicht diese, wie heißt die, freiwillige Sanitätskolonnenplatte? Wie heißt die Platte? Die freiwillige Sanitätskolonnenplatte. Ja, gibt's das überhaupt? Ja, das... Kenn ich gar nicht. Ja, sagen Sie, wie heißt die Platte genau? Was will ich, sanitätslos, oder? Das sanitätslos? Nein, nicht das sanitätslos. ohne das. Das war das jetzt bloß allein, meinen Sie? Nicht ohne allein, ohne das und ohne allein. Ja, ich verstehe schon. Damit geht's los. So, ja. Ja, ja, okay. Gibt's das wirklich so eine Sache? Ja, ja. Ich schau mal im Katalog nach. Ja. Das habe ich noch gar nicht gehört. Ja, sagen Sie, was soll denn das überhaupt sein? Ist das ein Lied? Ja, ein Lied. Ja. So, na, damit ist das ja. Oder ist es ein Marsch? Ja, Marsch ist auch, ja. Ein, also ja, ist es ein Lied oder ein Marsch? Nein, es ist ein Marschlied. Aha. Ja, das ist furchtbar schwer mit Ihnen. Kennen Sie die Platte überhaupt? Ja, persönlich nicht. Nein, ich meine, kennen Sie die Melodie? Ja, freilich kann ich es Ihnen ja vorsingen. Oder passen Sie es davor? Sie können doch so herrlich passen. Ja, ich habe schmutzige Hände. Aber singen Sie lieber. Der Refrain, der geht ungefähr so. Ja, fantastisch, wenn Sie mir nur vorsingen. Demon mi voz, demon mi voz, horche, was der Wind und das Meer dir sagt. Ja, das weiß ich schon. Wir gehen schlafen am Grunde des Meeres, wo sei mit. Da komme ich nicht mehr runter. Ja, das macht ich nicht. Ich weiß jetzt schon, was ja. Sie wollen. Diese Platte heißt Seemannsnot. Seemann? Ja, das habe ich ja gesagt. Nein, Sie haben Sanitätslot verlangt. Das ist ein kleiner Unterschied. Seemannslos. Ja, 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 das ist ganz was anderes. Das war von mir ein irrtümliches Ding. Richtig, ja. Seemannslos, das muss ich im Lager draußen haben. Einen Augenblick zu trinken sein. Nur schön. Nehmen Sie sich denn? Sie betreiben uns ja die Kundschaft. War das eine Kundschaft? Natürlich. Ich glaube, das ist eine alte Dame. Ach, Blumen. Hier ist das Seemannslos. Ja, was machen Sie denn mit der Trompete? Was ist eine Trompete? Ja, natürlich. Ja, das habe ich mir gedacht. Na, erlauben Sie mir, das sind doch lauter neue Instrumente, die können Sie doch nicht so ohne weiteres anfassen. Geht doch nicht. Hier ist das Seemannslos. Will ich ja nicht haben. Was, jetzt ich will die Platte nicht haben. Jetzt wollen Sie es wieder nicht haben. Nein, Sie haben mich ja nicht ausreden lassen. Die Platte, die hasse ich. Die hat meine Hausfrau lassen, schon seit 3 Jahren täglich 20 bis 30 Mal spielen. Ja, kann ich nicht mehr hören, die macht mit einem Halsband. Zum Kotzen ist es. Ja, erlauben Sie mir. Ein schönes Lied, aber wenn man so oft hört, schrecklich. Ja, dann dürfen Sie es doch nicht verlangen, wenn Sie es schon nicht haben wollen. Sie sind wirklich schwer zu bedienen. Also dann wollen Sie die Platte überhaupt nicht. Nein. Ja, ich kaufe noch mehr von der Platte. Natürlich. Ich kaufe in alle Geschäfte zusammen. Sie brauchen es ja nicht kaufen. Die Platte rotte ich aus. Also Sie sind ein komplizierter Kunde, das kann ich Ihnen sagen. Ich spiele Ihnen jetzt was anderes vor. Nehmen Sie einen zweiten Platz, ja? Ja, ich bin so frei. Also ich weiß wirklich nicht mehr, was ich Ihnen zeigen soll. Ich wüsste schon. Fräulein, wo ist denn jetzt eigentlich die Lene? Was denn für eine Lene? Bei uns war noch nie eine Lene. Vielleicht in unserer Filiale, da glaube ich, ist eine Lene. So ein großes, schwarzes Fräulein. Eine ganz schlanke, nicht wahr? Ein Fräulein? Ja, die Lene. Die Lene meine ich da, die. Ach, die Stuhllene meine ich. Ja, ja. Ja, das ist ja was anderes. Bei Ihnen darf man nicht fragen. Da fällt man immer rein, das habe ich schon gemerkt. Sie sind ja ein witziger Bolz. Danke, Fräulein, noch was. Ja. Haben Sie diese Platte auch? Ein Sonntagmorgen am Abend oder so ähnlich. Ein Abend am Sonntagmorgen so. Ja, das kann nicht stimmen, so eine viereckige Platte. Ja. Was? Eine viereckige Platte? Gibt ja, das überhaupt? Ich meine, ich habe es mal gesehen. Ach, das ist ja ausgeschlossen. Okay, das gibt's ja gar nicht. Nein, das war eine Notenplatte, das kann ich mich erinnern. Ja, das viereckige Notenplatte. Ja, wie heißt diese Platte? Ein Abend am... Ein Abend am Sonntagmorgen so ähnlich. Am Sonntagmorgen? Ein Walzer muss sein oder sowas. Nein, die kenne ich nicht, die Platte. Ich könnte mal in unserem Hauptgeschäft fragen, ja? Ja, bitte. Ich rufe mal den Chef an, dann kann ich mir Bescheid geben. Kommen Sie mal rüber. Hier, ja? Ich kenne nämlich die Platte nicht. Herr Rembrandt. Ja, hier ist Filiale Elisenstraße. Kommt Sie her. Bitte schön, gibt es eine Platte, ein Abend am Sonntagmorgen? Hallo? Hallo, sind Sie noch da? Ja, was machen Sie? Sie haben sich ja auf das Telefon drauf. Ach so. Sie müssen es machen. Hallo, Herr Rembrandt-Deng. Macht nicht so viel aus, wie man das darf. Das haben Sie bitte unterbrochen. Müssen Sie vorsichtig sein. Herr Rembrandt-Deng, ich möchte gerne wissen, ob es eine Platte gibt mit dem Namen Ein Abend am Sonntagmorgen. Wie? Ja, ich kenne die Platte auch nicht. Wie heißt denn die Musik? Ja, so. Hallo? Hallo? Hallo, hallo, was? Jetzt haben Sie mich unterbrochen. Sie dürfen doch das Telefon überhaupt nicht anfassen. Müssen Sie vorsichtig sein. Herr Rembrandt-Deng, bitteschön, ja. Also ein Abend am Sonntagmorgen, der Herr ist selbst am Apparat. Einen Augenblick, ja. Ja, er soll schon vorpfeifen, die Melodie. Pfeifen Sie, Herr Rembrandt-Deng, ja. Pfeifen Sie die Melodie hinein, Sie können so gut pfeifen. Ich kann nicht pfeifen, weil mit dem Namen muss ich so furchtbar lachen. Warum, Rembrandt-Deng? Ja, wenn es als tausendmal Name hat, nicht? Das ist schief. Ich kann nicht, wenn ein Rembrandt-Ding heißt, kann ich nicht pfeifen. Das ist ausgeschlossen. Ja, wenn Sie nicht pfeifen können, dann hat sie auch gar keinen Wert. Ja, Sie weinen ja direkt. Was ist denn, Fräulein, stellen Sie doch die Platte an. Ja, was haben Sie denn? Hat die Platte so ergriffen? Ach, hat die Platte so traurig gestimmt. Das tut mir aber wirklich leid. Da müssen wir eben was Lustiges nehmen. Ja. Ja, das machen wir. Passen Sie auf, wir nehmen jetzt eine humoristische Platte. Was? Von einem Komiker. Da finden wir schon was. Ah, da schauen Sie her, da habe ich was für Sie. Das ist eine furchtbar lustige Platte. Warum? Ja, weil es eben eine humoristische Platte ist. Haben Sie Interesse an einem Komiker? Nee, ich habe überhaupt nur Interesse am Motorradfahren. Ah, wie schade. Tut mir aber leid, dass ich Ihnen nicht vorspielen darf. Die Platte ist nämlich furchtbar lustig, da könnten Sie sich zu Tode lachen. Ich habe keinen Steck, weil dann kann ich nicht mehr Motorrad fahren. Ja, da haben Sie auch recht. Halt! Da habe ich etwas für Sie. Schauen Sie her. Ja? Kennen Sie das schon? Das ist, da brauchen Sie nicht zu schrecken. Das ist das Neueste, was es gibt. Unzerbrechliches Lassen. Ja, schauen Sie biegsam, wenn die Platte zum Beispiel einmal herunterfällt. Sehen Sie? Oder Sie schlagen die Platte irgendwo hin. Kann gar nichts passieren. Die Platte können Sie zum Beispiel so zusammenrollen. Ja. Sehen Sie in die Tasche stecken. Es spielt genauso wie jede andere Platte auf. Wie die andere? Also, wir sind sogar billiger wie die anderen. Da hole ich Ihnen jetzt ein paar, damit es sehr nettes rausgeht. Einen Augenblick. So was erfinden. So Zeit. Aber für einen Katar haben sie noch nichts erfunden. So. Was machen Sie denn für Sachen hier? Ja, sagen Sie her, was treiben Sie denn da alles? Da hört sich ja alles auf. Ja, was haben Sie denn mit meinen Platten hier angestellt? Ich bitte Sie, ich habe Ihnen doch ausdrücklich erklärt, das ist eine biegsame Platte. Ja, die sind biegsam, aber die anderen alle nicht. Naja, ich bitte Sie, das sind doch harte Wachsplatten. Ich meine, den Unterschied müssen Sie doch sofort gemerkt haben. Sofort? Die brechen sich Ja, sagen Sie, kommen Sie dazu. Da schauen Sie sich doch an. Da haben Sie mir ja mindestens 4 Platten zusammengebrochen. Wim! So, ich danke. Das ist ja noch besser. Ja, also ich glaube, Sie haben überhaupt nicht die ernste Absicht, etwas zu kaufen, was? Doch. Na, also gut, ich will Ihnen noch was vorspielen lassen, aber dann bitte gehen Sie darüber und setzen Sie sich da drüben hin. Und kommen Sie mir nicht mehr darüber, sonst machen Sie noch etwas. Nein, ich berühre nichts mehr. Ja, nehmen Sie nur Platz, ich suche Ihnen schon was. Ja. Na, wichtig. Ja. Jetzt haben Sie wieder eine Platte kaputt gemacht. Na, erlauben Sie mir, das muss man doch sehen. Auf eine Platte, das darf man sich doch nicht setzen. Da schaut man doch zuerst. Fräulein, ich bin so gegangen und hin sehe ich nicht. Ja, das geht doch nicht. Schauen Sie zum Beispiel hier, auf diese Weiche, wenn Sie sich gesetzt hätten. Ja, das hätte mir nichts ausgemacht. Die hätten Sie aber hinlegen müssen. Mit der kann man, mit so einer Platte kann man das als Fächer benutzen. Ja, aber sehen Sie dagegen mit dieser nicht. Ja, das ist ja jetzt die 7. Platte, die Sie mir zusammengebrochen haben. So, ich bitte Sie, lassen Sie sich doch das endlich einmal erklären. Ja, schon wieder eine. Na, jetzt ist mir aber falsch zu tun werden. Schauen Sie, also so begriffsstützig kann doch kein Mensch sein. Und, ja, wollen Sie es noch einschieben auch? Das geht doch nicht. Schauen Sie her, das müssen Sie doch begreifen können endlich. Ja, geben Sie nur Obacht. Schauen Sie, ich erkläre es Ihnen jetzt noch einmal. Das sind doch ganz empfindliche, harte Wachsplatten. Auf so eine Platte darf man sich doch nicht setzen. Woher? Ausgeschlossen. Sonst können Sie ja mit der Platte machen, was Sie wollen. Was ich will? Natürlich. Ah! Noch? Ah! Wissen Sie, das ist allerhand, das kann ich Ihnen sagen. Jetzt machen Sie sofort das in meinem Laden verlassen. Aber augenblicklich, sonst muss ich den Chef rufen. Den Herrn Rembremer denken? Jawohl, den Herrn Rembremer denken. Wollen Sie bitte einmal mit ihm sehen? Ja, der wird Ihnen was anderes sagen, der Herr Rembremer denken. Jetzt schauen Sie sich die Bescherung an. Bevor Sie gehen, müssen Sie mir diese Platten bezahlen, die Sie zerbrochen haben. Da schauen Sie sich an, die Geschichte. Ich habe ja gar keine Übersicht mehr überhaupt. Da gehen Sie rüber und da aus sehen Sie es wunderbar. Ja, war schon 5 Platten, waren es einmal A1,50. 57. Und dann die ganz große von da drüben, wissen Sie auch, die kostet 5 Mark. 6 Mark getrunken standen auf dem Etikett. 6 Mark? Ja. Ja, dann schreiben wir ihm 6 Mark, ne? So, und dann was heißt? Jetzt haben Sie wieder den Stock da oben, das kann ich doch nicht haben. So, so, jetzt haben Sie mir nochmals eine Klappe zusammengeschlagen. Also wissen Sie, das ist ja zum Verzweifeln mit Ihnen. Schreiben Sie noch in einem auf 5 nach drauf. Machen Sie, dass Sie zum Teufel kommen, jetzt müssen wir was zu tun werden mit Ihnen. Schaffen, dass Sie weiterkommen, da haben Sie Ihre Sachen. Wegen den saublöden Stock. Entsetzlich, jetzt haben Sie mir meine ganze schöne Scheibe zusammengeschlagen. Wie wär's mit einer biegsamen Scheibe?